Wir haben angefangen damit in der Sanierung, weil der ganz große Vorteil bei Mora ist, dass das Mischthermostat, also die Technik, oben im Duschkopf drin sitzt und wir deswegen die Wände, die sehr dünn sind im Bestand, nicht aufdoppeln müssen. Das ist der eine große Vorteil und der andere ist natürlich, wie bei allen Armaturen, die wir vorher eingesetzt haben, dass Mora relativ wenig Angriffsfläche bietet für Vandalismus. Bei den anderen Armaturen haben wir noch kein Wassermanagement. So, das ist neu, was Mora da anbietet. Prinzipiell ist der Vorteil der Mora-Armaturen aber, dass wir dadurch, dass wir auch viel im Bestand bauen, ja viele Warmwasserspeicher haben. Und das heißt, dass wir dort für Legionellen anfällig sind. Mora bietet einfach durch ihr System den Vorteil, dass die Zirkulationsleitung bis an den Duschkopf ranführt. Wir deswegen also kein Brach- und kein Standwasser haben. Und wir haben natürlich den Vorteil, dass wir direkt an die Duschköpfe mit einer Zapfstelle ran können, um für die Trinkwasserverordnung auch Legionellen Prüfstellen zu haben, die wir dann nicht extra einrichten müssen. Was mich sehr überrascht hat, ist, dass vom Verkauf bis zum Einbau bis nachher zur Mängelbeseitigung, wenn mal Probleme da sind, immer der gleiche Ansprechpartner vorhanden ist. Das macht es ziemlich authentisch. Das ist das eine und natürlich dieses Überwachungsmodul, also dieses Wassermanagement ist ziemlich praktisch für uns, dass wir eben nicht nur Daten überprüfen können, sondern dass wir auch Daten und Sachen einstellen können an den Armaturen eben aus den Büros heraus. Zum einen können wir natürlich die Nutzergruppenbelegung dann ein bisschen besser steuern. Wenn wir sehen, der und der braucht eigentlich gar keine Duschen, dann können wir das ein bisschen umverteilen und optimieren. Außerdem können wir die Spülintervalle anders einstellen. Also wenn wir sehen, regelmäßige Nutzung ist da, dann kann man natürlich sich diese automatische Spülung ein bisschen sparen. Und wir können natürlich auch gucken, ob die Leute wirklich, die Reinigungsfirmen vor allem, wirklich drinne waren und sich Wasser zur Reinigung geholt haben oder nicht.